bekommt den Ball. Tewolde behält ihn für sich und wird dann doch abgeblockt. Und schon geht's nach vorne für die Lübecker. Auch genau. Kurz unterbunden von Toll, aber ja, wir sehen einen starken Angriff. Der Lübecker mit dem starken Abschluss, aber knapp neben dem Tor vorbei. Die erste richtig gute Chance hier in diesem Spiel für den VfB. Macht er sich bereit. Keine kurze Ecke. Es wird eine von mir auch sehr geschätzte Ecke direkt in den Strafraum gehen. Mit einer Möglichkeit eines Kopfballabstoßes oder Direktabnahme. Wir werden sehen. Auf jeden Fall geht der Ball noch weiter in den Strafraum. Da ist das 0:1. Das darf ja wohl nicht wahr sein. 0:1 für den VfB Lübeck. Einmalige Atmosphäre, die wir schon lange, lange nicht mehr hatten. Und Brandenburg Stadion. Und schon kommt der Ball in den Strafraum der Lübecker. Ja, wir sehen Janik Luxold, der gibt den Ball jetzt in den Strafraum. Und da war die erste gute Chance für die Eintracht durch Moritz Brahm. Kommentatoren sehr lebendig und neutral. Erstmal vielen Dank dafür. Ton wie aus den 30ern. Könnt ihr uns immer sagen, was das Problem ist? Also sind wir sehr verzerrt zu hören oder klingt der Ton nur ein bisschen dumpf? Und schon kommt die Lübecker. Und das ist das 2:0. 2:0, das war für uns nicht erkennbar. Ich dachte, der geht jetzt aus. Das ist ja unglaublich. 2:0 für den VfB Lübeck. Danke da von der rechten Seite von Leon Sommer in den Strafraum der Eintracht. Und wir finden einen Abnehmer, der Lübecker, die dann wiederum den Ball dann uns ausklären. Zu Kummerfeld direkt zurück. Zweiter Ball ist bei der Eintracht. Kummerfeld mit der Flanke in den Strafraum. Und Freistoß! Brendel, Manuel Brendel mit seinem starken Kopfballspiel. Knapp am Tor vorbei. Seine Anspielmöglichkeit findet sie in Moritz Brahm. Direkt auf Trinkut. Trinkut den Ball. Und schon läuft er nach vorne. Trägt den Ball nach vorne. Spielt ihn nach links. Spielt ihn in den Strafraum. Trinkut wieder im Ball. Und im letzten Moment geblockt von Fabian Grau. Dann wiederum mit der Nummer 22 in den Strafraum. So, den Lübecker mit der Nummer 13 Thiel schließt hier ab. Und ist es dann ein unglaublicher Schuss? Oh mein Gott. Ja, Brüning war es, richtig. Nils Brüning hat auch gelbe Schuhe, genau wie Manuel Brendel. Weil bei Brendel sind es jetzt auch wieder Brüning. Brüning gibt den Ball da auf Selotin. Nick Selotin. Oh. Mit dem Abschluss knapp am Tor vorbei. Nick Selotin nochmal mit einer guten Gelegenheit für die Eintracht. Ich glaube, Sizilates war da auch noch dran oder abgefälscht von einem VfB-Verteidiger. Deshalb gibt es jetzt nochmal den Eckstoß für die Eintracht. Ball kommt in den Strafraum. Und da ist das Tor! Und jetzt erleben wir noch eine spannende Schlussphase. Weiter auf Brendel. Brendel gestoppt von Sommer. Und dann kommt die Nummer 8 im Kummerfeld wieder. Und dann ist Schluss. Dann ist Schluss, der VfB Lübeck zittert sich hier am Ende sogar über 96 Minuten im Edmund-Lambeck-Stadion zum 2:1 Auswärtssieg. Der erste Sieg nach 7 Spielen für die Lübecker.